Highway TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment: Street Food und Wintermarket in Kapfenberg, Stadtball in Bruck, Ball der Hütte in Donauwitz, Flux und Jazz Voyagen, eine Ausstellung in Memoriam Christine Jones in Leoben, Vorschau auf die Hochzeitsausstellung in Kapfenberg. In Happy Cooking gibt's heute ein Branzino-Filet mit Kartoffel-Tomaten-Ragout. Zuvor aber noch die News-Sendung mit folgenden Beiträgen: Eröffnung des Hochwasserschutzprojektes Oberer Tollingbach in St. Peter-Freienstein, Delegiertenkonferenz der SPÖ Kapfenberg, steirischer FPÖ-Clubobmann auf Bezirkstour und Neujahrsempfang der Lebenshilfe Bruck Kapfenberg. Er brachte es in gewohnt lockerer Art und Weise auf den Punkt. Es war eine Summierung vieler guter Hausverstandsdenker. Landesrat Seitinger lobte damit ein Musterbeispiel der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik, wie er meint. Das Hochwasserschutzprojekt Oberer Tollingbach in St. Peter-Freienstein wandelte eine echte Hochwasserbedrohung in ein Vorzeigeprojekt um. Der Spatenstich war vergangenen Dezember und nur ein Jahr später präsentiert man am Tollingbach die fertige Verbauung. Ursprünglich waren die Kosten mit 12 Millionen Euro veranschlagt. Dank der reibungslosen Zusammenarbeit von Gemeinde, Bund, Land und der Föst wurden es schlussendlich 6,3 Millionen Euro. Beinahe die Hälfte konnte eingespart werden. So ganz nebenbei ist mit der Schutzverbauung auch so etwas wie ein kleines Naherholungsgebiet entstanden. Das ist das Vorzeigeprojekt schlechthin für den gesamten Risiko- und Hochwasserschutzbereich, den es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat und wahrscheinlich weit voraus auch noch. Eine einzige Zahl nimmt das sozusagen sehr klar oder bringt es sehr klar zum Ausdruck: Wenn man mit einem eingesetzten Euro hier 28 Euro an Sicherheit produziert für tausende Existenzen hier in Leoben und im Mürztal, dann weiß man schon, dass das eine richtige Investition ist und dass das so in der Bestkooperation zwischen dem Unternehmen Föst und allen Förder- und Umsatzstellen gelungen ist. Das lässt sich durchaus herzeigen, ja. Und für die Föst wird durch die Schutzverbauung ein gewaltiges Risiko beseitigt. Laut Franz Keinersdorfer hätte es im Worst Case ohne weiteres zu einem Schaden von bis zu 200 Millionen Euro kommen können. Den Kundenverlust nicht mit eingerechnet. Die Gefahr ist beseitigt. Jetzt gilt alle Konzentration wieder dem Kerngeschäft. Wir haben noch zwei große Projekte, die neue Strahlgussanlage und das Metallurgietechnikum. Dann haben wir eigentlich am Standort Donauwitz einmal für die nächsten 10 Jahre die Großinvestitionen abgeschlossen und werden uns dann voll aufs Produzieren und aufs Entwickeln, also aufs Stahlgütenentwickeln konzentrieren. Und bin froh, dass wir 2019, wenn wir die Strahlgussanlage in Betrieb nehmen, dann einmal diese ganzen Investitionen hinter uns gebracht haben. Ganz wesentlich ist aber natürlich, dass der Standort da von der Umwelt her abgesichert ist. Und da haben wir einen wesentlichen ersten großen Schritt damit jetzt bereits auch hinter uns gebracht. Es ist alljährlich ein Ereignis, wenn eine der traditionsreichsten Stadtparteien der österreichischen Sozialdemokratie zu ihrer Delegiertenkonferenz lädt. Insbesondere dann, wenn es bei der Bundespartei, die ja seit einigen Wochen die Oppositionsbank drückt, in letzter Zeit nicht so rosig gelaufen ist. Nicht so hier. In Kapfenberg, der roten steirischen Hochburg schlechthin, läuft so gut wie nie zuvor. Seit Altbürgermeister Manfred Wegscheider 2012 in seiner zweiten Amtsperiode damit begann, die Stadt zu erneuern und ihr mit Good Morning Kapfenberg auch gleich ein neues Image verpasste, stimmt einfach alles im sozialdemokratischen Kapfenberg. Als dann auch noch der Föst-Vorstand im vorigen Jahr entschied, das modernste Stahlwerk der Welt in Rettfeld zu bauen, kannte die Freude keine Grenzen mehr. Dementsprechend entspannt verlief das Treffen der Delegierten. Die wichtigste Entscheidung des Abends, die Wahl von Bürgermeister Fritz Kratzer zum Stadtparteiobmann, fiel einstimmig aus. 100% der Stimmen, die Parteibasis dankt dem Vorstand. Man sieht, sozialdemokratische Politik ist wirklich eine Erfolgspolitik. Man muss draufbleiben, man muss ehrlich mit den Menschen umgehen, man muss mit der Wirtschaft gut leben können. Ich sage immer,
zum Geld verteilen muss man Geld verdienen und beides hat natürlich Platz. Aber was wir natürlich nicht vergessen wollen, sind oft die, die unsere Hilfe am bittersten nötig haben. Die dürfen auch nicht außen vor lassen. Es muss also die ganze Breite sein. Und ich glaube, Kapfenberg ist wirklich ein Musterbeispiel, wie sowas gut funktionieren kann. Ja, und da lässt sich natürlich auch für die Bundespolitik ein Scheibchen abschneiden. Es tut gut, Erfolgsmodelle sozialdemokratischer Führung präsentieren zu können. Ja, selbstverständlich, das prosperierendste Gebiet oder eines der prosperierendsten Gebiete Österreichs ist die Obersteiermark mit Leoben, Kapfenberg, mit Suschlagbruck im Zentrum, Kindberg. Das sind sozialdemokratische Gebiete, da gibt es Arbeitsplätze, da gibt es Hochtechnologie, da kriegt man Arbeit, da kann man was verdienen auch und das ist schon kein Zufall. Die steirischen Blauen touren durch die Bezirke. Nach dem Wechsel von Mario Kunasek in die Bundesregierung ist nun Stefan Herrmann der neue starke Mann. Er betont, dass er Kunaseks Weg weitergehen will. Das heißt, kantige Oppositionspolitik, aber auch konstruktive Vorschläge und freiheitliche Themen in den Landtag einbringen. Auf jeden Fall einmal eine umfassende Reform der Mindestsicherung, ja, wo wir in der Steiermark, glaube ich, noch immer die höchste Mindestsicherung haben, die ausbezahlt wird. Hier muss es eine klare Differenzierung auch geben zwischen einer Mindestsicherung, die an Personen ausbezahlt wird, die noch nicht ins System eingezahlt haben, und jenen, die einen Beitrag zum Sozialsystem geleistet haben. Hannes Amesbauer, kürzlich vom Landtag in den Nationalrat gewechselt, präsentiert das Regierungsprogramm. Er betont die deutliche freiheitliche Handschrift. Kernbereiche für ihn sind die innere Sicherheit, das Asylwesen und die Entlastung des Mittelstandes. Besonders bei der Polizei sieht er Handlungsbedarf in der Region. Aus regionaler Sicht ist mir wichtig einerseits die Aufstockung der Planstellen bei der Exekutive. Wir haben ja auch im Bezirk Bruckmanns Zuschlag, genauso wie in Leoben, die Situation, dass seit Jahren hier chronische Unterbesetzungen in vielen Bereichen wahrnehmbar sind. Das wird abgestellt. Innenminister Kickl hat angekündigt, 2100 zusätzliche Planposten auch zu schaffen, verstärkt in die Ausbildung zu investieren. Und das ist ein wesentlicher Schritt. Sunshine, zweiter Neujahrsempfang bei der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg. Und es gibt Erfreuliches zu berichten, was man nicht so oft hört. Deshalb heute mal an erster Stelle. 100 Mitarbeiter erwirtschaften stolze 5 Millionen Euro. Und das Schöne dabei, hier geht's nicht um den Profit, hier geht's ums Helfen. Die Firmenstruktur hat sich wesentlich verändert. Wir sind in der Lage, sehr viele Dienstleistungen anzubieten, also die LEBO-Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung. Und, das auch wichtig ist, wir nehmen am wirtschaftlichen Verkehr teil mit Gastronomiebetrieben, Schulbuffets, einem Boskjob am Schirmitzbüdel. Ein großer Erfolg 2017 war die erfolgreiche Vermittlung einer Klientin an den ersten Arbeitsmarkt. Johanna Fluch gelang es, beim Biller in Bruck Fuß zu fassen. Nach eineinhalb Jahren Praxis wurde sie vom Rewe-Konzern in ein reguläres Dienstverhältnis übernommen. Weiters konnte im Vorjahr die Zusammenarbeit bei der Kooperation Lebenshilfe 4 vertieft werden und auch der neue Zubau in Rethfeld gibt Grund zu Freude. Ich glaube, wir können froh sein in unserer Region, dass wir ein starkes soziales Netz aufweisen können. Und die Lebenshilfe ist da ein wichtiger, ich würde sagen, der wichtigste und essentielle Partner im Bereich der Behindertenhilfe, im Bereich Hilfe für Menschen mit Behinderung, aber auch für ihre Angehörigen. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Wann immer ich in eine unserer Einrichtungen komme, dann spüre ich diese Wärme und Herzlichkeit, die von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeht. Dafür arbeite ich und dafür lebe ich. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck-Mürz-Zuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. Ich begrüße Sie. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Highway-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Herzlich willkommen. Bereits im Mai vorigen Jahres hat das European Street Food Festival zahlreiche hungrige Besucher nach Kapfenberg gelockt. Warum also nicht auch im Winter schlemmen? Das dachten sich auch die Macher des Streetfood- und Wintermarkets und haben die Obersteirer mit Soulfood so richtig eingekocht. Auf der einen Seite duftet das frische Pulled Pork, auf der anderen Seite der frische Koriander im Thai-Essen. Eine Duftwolke schwebt über Kapfenberg, wenn feines Streetfood einem das Wasser im Munde zusammenrinnen lässt. Gerade jetzt in den kalten Wintermonaten kommt uns doch ordentliches Soulfood gerade recht. Ja, das gehört. Ich habe gerade gesagt, da zu den Leuten am Platz, es ist einfach lässig, wenn die Saison ein bisschen länger geht in Wald und man die Weihnachtszeit eventuell auch vom Essen ein bisschen verlängert. Und ja, ich glaube, wenn man im Hintergrund schaut, es funktioniert sehr gut, die Qualität ist hoch und wir haben da einen Partner mit Stage Culinarium, wo ich einfach sage, da wissen wir seit dem Vorjahr, was wir von denen kriegen und das ist eine lässige Kooperation und sicher eine Bereicherung für die Stadt. Ja, da weiß man, was man hat. Immerhin haben Tausende den Streetfood-Market vergangenen Mai gestürmt. Urige Hütten und Felle sorgen jetzt in der kalten Jahreszeit für den nötigen Kuschelfaktor. Und auch beim Essen sind einige Winter-Highlights dazugekommen. Zu den typischen Streetfood-Gerichten haben wir halt auch traditionelle Gerichte mit einbaut. Wir haben das Ganze ein bisschen winterlicher zu gestalten. Und mit dem Projekt verlängern wir natürlich auch die Glühwein- und Punsch-Saison, die ja normalerweise spätestens, glaube ich, Anfang Jänner endet in verschiedenen Städten und wir verlängern heute halt jetzt mit dem Projekt bis Ende März. Was kommt denn eigentlich bei den hungrigen Besuchern gerade am besten an? Derzeit natürlich der Flammlachs auf offenem Feuer. Ja, es sind auch immer wieder Burger-Kreationen, die super ankommen. Aber ich glaube, im Gesamten macht es die Abwechslung. Wir haben sehr viele verschiedene Gerichte, weit über 100 verschiedene Gerichte, die wir anbieten. Und ich glaube, dass das einfach für den Gast ausmacht, dass er wirklich aus einer Vielfalt an Qualität auswählen kann und das einfach da direkt vor Ort kriegt. Am besten alles zum Mitnehmen. Wer da hungrig nach Hause geht, ist wirklich selber schuld. Die Ballsaison steuert gerade auf ihren Höhepunkt zu. Wir waren für Sie beim 13. Brucker Stadtball im Kulturhaus und beim Ball der Hütte in den Arbeiterkammersälen in Leoben-Donnerwitz mit dabei. Viel Spaß beim Ansehen und alles Walzer! Ein Höhepunkt im heimischen Ballgeschehen ist für viele der Brucker Stadtball. Bereits zum 13. Mal heißt es Ballroben und Anzüge raus und ab aufs Tanzparkett. Das Motto heißt Begegnungen und ich freue mich auf viele Begegnungen, auf miteinander reden, ein bisschen plaudern, das eine oder andere langsame Tänzchen. Ich bin kein großer Tänzer und soll einen schönen Abend verbringen. Dass man die Bruckerinnen und Brucker hier trifft und auch natürlich die Gäste von auswärts. Es ist der Ball in der Stadt und deswegen komme ich auch sehr gerne. Sehr gerne kommen auch die jungen Debütantenpaare, die mit Dancing Star Willy Gabalier eine bezaubernde Eröffnungspolonaise einstudiert haben. Wir haben ein bunt zusammengewürfeltes Team an Schülern und Schülerinnen,
und wir haben in nur ein paar Proben also das Mögliche möglich gemacht, dass sie eine super Bolognese aufs Parkett zaubern werden. Sie sind jetzt gerade etwas aufgeregt, weil in ein paar Minuten geht's los, aber ich kann schon sagen, es wird wirklich toll und eine wunderschöne tänzerische Einlage. Die Neupositionierung des Brucker Stadtballs hat voll eingeschlagen und am Samstagabend jagt ein Highlight das nächste. Was sicher ganz ein tolles Highlight ist, alle Jahre wieder, ist das Heidenorchester mit den rund 45 Musikerinnen und Musikern, die tolle Tanzmusik spielen. Wir haben voriges Jahr erstmals die Allround-Tänzer engagiert, sage ich einmal. Die sind sehr gut angekommen und es wurde auch gefragt, ob die heuer wieder da sind. Das ist eine tolle Sache, weil es gibt viele, die nicht gerne tanzen wollen, vor allem Männer. Und so sind die Frauen entlastet, haben einen Tanzpartner und können wirklich einen tollen Abend genießen. Einer ganz besonderen Ballnacht steht also nichts im Weg. Und auf was freuen sich die Bruckerinnen und Brucker heute? Tanzen! Tanzen! Deswegen sind wir hier. Tanzen, Schluck Bier, tanzen, Schluck Wein, dann nochmal tanzen. Schöne Leute kennenzulernen, anschauen das alles und genießen mit dieser wunderbaren Stimme. Ich habe heute meine Tanzprüfung gehabt und jetzt denke ich, werden wir das einmal ausnutzen und schauen, wie das so wird. Wenn die Sohlen vom vielen Tanzen glühen, ist es Zeit für eine Pause. Kulinarisch verwöhnt werden die Ballgäste von Spitzenkoch Manfred Niemrichter vom Wirtshaus daheim. Und gut gestärkt genießen die Ballbesucher dann einen wirklich tollen Abend. Es ist der Ball der Großfamilie Voestalpine. Beim Ball der Hütte kommen sie alle zusammen, vom Vorstand bis zum einfachen Arbeiter. Wie man so schon sagt, vom Ersten bis zum Letzten, vom Vorstand bis zu unseren Kollegen auf der Hochofenbühne, zu unseren Kollegen auch auf der Gießbühne. Das ist unser Motto, das ist unser Ziel, dass wir uns heute einmal gemeinsam einen schönen Tag machen, einen schönen Abend, weil ich heute machen, das ist unser Ziel. Und für dieses Ziel haben alle im Vorfeld an einem Strang gezogen. Diesen Ball kann man nur machen, wenn man wirklich gute Kollegen hat, gute Mitarbeiter. Das ganze Team muss passen. Und Sie haben heute wieder gesehen, hier bei der Eröffnung mit der Bolognese, es hat wirklich alles gepasst. Die Choreografie, alles war wirklich super. Und der Saal ist voll, gute Gäste sind hier, was seit Jahren uns begleiten. Und wenn ich jetzt nur hierher schaue, der Herr Kammerpräsident ist immer zugegen und genau in den heiligen Räumen der Steirischen Arbeiterkammer kann man sich nur wohlfühlen. Und auch der Hausherr ist begeistert von diesem Ergebnis. Es ist immer wieder aufs Neue, neu gestaltet, neue Dekoration. Also unglaublich, mit welcher Begeisterung Sie da dabei sind. Und man sieht ja das auch. Der Besuch dieses Balls ist immer wieder mit 1.000, 1.500 Leute voll. Also Kompliment, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, die Menschen fühlen sich hier auch wohl. Für die Firma ist der Ball natürlich auch eine gute Gelegenheit, ihren Mitarbeitern Danke zu sagen. Es ist der Ball der Arbeiter, die wir hier in Leoben haben. Und es sind die Mitarbeiter, denen wir ja verdanken können, dass es uns als Voestalpine so gut geht und deswegen ist es auch der Ball für unsere Arbeiter und Arbeiterinnen und Angestellten in Leoben. Nebenbei trifft man natürlich Prominenz aus der Region, aus der Stadt, aus dem Land, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum wir hier sind. Und somit ist es auch für die heimische Politprominenz eine Ehre, beim Ball der Hütte dabei zu sein. Selbstverständlich. Ich würde mal sagen, es ist eine ehrenvolle Aufgabe, hier dabei zu sein als Bürgermeister einerseits und andererseits, es ist einfach der schönste und größte Ball in unserer Mondanstadt und natürlich ist man hier sehr gerne dabei. Man trifft ja viele Persönlichkeiten und viele liebe Freunde. Bleibt nur noch die Frage offen, Netzwerken oder Tanzen? Als Oberösterreicher, ich glaube, wir sind ja mit den Tanzschuhen schon auf die Welt gekommen und drum. Das ist ganz klar, das gehört dazu zum Ball. Naja, eher Netzwerken, ich bin nicht der Tänzer, also Tanzen, das ist für mich nicht das unbedingt das größte Hobby. Ich freue mich, wenn ich in der Obersteiermark bin und da ist natürlich der Ball der Hütte hier in Donauwitz ein Pflichttermin. Man sieht wieder viele Bekannte, hat ein bisschen Zeit zum Smalltalken und ein gutes Glasl zu trinken und natürlich einen schönen Ballabend zu erleben. Beim Ball der Hütte ist bestimmt für jeden das Richtige dabei und somit steht einer rauschenden Ballnacht nichts mehr im Wege.
Unter dem Titel Flux und Jazz-Voyagen ist im Museumscenter Leoben bis zum 3. März eine Ausstellung im Gedenken an Christine Jones zu sehen. Annegret Liebminger und Robert Rabensteiner berichten. In Gedenken an die vor einem Jahr verstorbene Künstlerin Christine Jones findet im Museumscenter in Leoben eine packende Ausstellung statt. More than anyone. Jones war über Jahrzehnte hinweg eine fixe Größe im Musik- und Kunstbetrieb, wo sie sich vor allem mit dem Interart-Phänomen Fluxus beschäftigte. Fluxus ist die permanente Veränderliche an sich. Es ist nicht das Statische, sondern das, was sich verändert. Und wenn die Frau Jones zum Beispiel eines gemacht hat, aus dieser Veränderung eigentlich dann ihre Memorabiles sozusagen zu sammeln, dann hat sie jeweils ein Zeitdokument gemacht, hat jeweils die Zeit eingefroren, die sie betroffen hat. Und wir sind jetzt aufgefordert, da nachzudenken. Und genau um das Nachdenken geht's. More than anyone. Umtriebig in vielen Kunstbereichen führt es die Künstlerin schon in frühen Jahren zum Jazz. Christine Jones ist eine musikalische Legende und war Weggefährtin zahlreicher internationaler Musikgrößen. Sie ist eine studierte Künstlerin, wenn man so will, und war an sich eine gottbegnadete Sängerin. In der ganzen Welt ist sie eigentlich zu Füßen gelegen. Mit dem Duke Ellington hat sie gespielt und so weiter. Wirklich eine Weltkünstlerin, um die es gegangen ist und die aber zur gleichen Zeit auch bildnerisch also tätig war. Collagen ihrer Tätigkeiten in allen Kunstbereichen sowie Fluxus-Exponate sind in der Ausstellung zu sehen. Es gibt zwei Elemente der Ausstellung, nämlich Jazz Voyage und Fluxus Voyage. Es sind Collagen, die über das Leben, über das künstlerische Leben und Wirken von Christine Jones eben berichten. Ich kann nur jeden einladen, die Ausstellung anzuschauen. Es sind Abbildungen und Collagen von und mit großen Künstlern. More than anyone. In die Flux- und Jazz-Voyagen kann man bis zum 3. März im Museumscenter in Leoben eintauchen. Sie ist schon zur lieben Tradition geworden, die Hochzeitsausstellung auf der Burg Oberkapfenberg. Am 3. und 4. Februar ist es heuer wieder soweit, ein Pflichttermin für alle Verliebten, Verlobten und zukünftigen Brautpaare. Industriestadt, Sportstadt, Hochzeitsstadt. Kapfenberg will auch ganz vorne mit dabei sein, wenn es um den Bund fürs Leben geht. Zum 29. Mal gibt's heuer die beliebte Hochzeitsausstellung auf der Burg Oberkapfenberg. Am 3. und 4. Februar haben alle Verliebten, Verlobten und die, die es noch irgendwann mal werden wollen, die Chance, ihren schönsten Tag im Leben genau zu planen. Wir haben heuer über 22 Aussteller quer durch die Bank, also von der Bekleidung angefangen, von der Kulinarik, von Schmuckdesign bis hin, wie kann man eine Reise gestalten oder wie kann man zum Beispiel ein schönes Ambiente schaffen. Es gibt hin bis zu den Autos, Hochzeitsautos, Kutschen. Also quer durch die Bank, was man für eine Hochzeit braucht. Dabei handelt es sich ausschließlich um regionale Aussteller. Vertrauen ist eben wichtig. Aber auch die Burg selbst steht an diesem Wochenende einmal mehr im Mittelpunkt. 750 Jahre wird sie heuer alt. Stilvoller geht's kaum mehr. Ich denke, gerade für eine Hochzeit ist diese Location prädestiniert. In Verbindung oben auch mit dem Loreto-Hügel, mit der Loreto-Kapelle, Verspruchkammer. Also man kann da oben wirklich heiraten, mit vollen Zügen genießen. Ja, das Heiraten mit vollen Zügen genießen. Am Samstag, den 3. Februar und am Sonntag, den 4. Februar, gibt's die Anleitung dazu auf der Burg Oberkapfenberg. We'll be right back.
Heimwerk. Sport, Industrie, Leben. www.bruckmur.at. Alles auf einen Klick. Vom Bürgerbüro über das E-Government bis zum Veranstaltungskalender. Sie finden sämtliche Services und Informationen über und für das Leben in Bruck an der Mur auf einer Website. www.bruckmur.at. Bruck verbindet Menschen. Ja, vor kurzem hat er noch am Stadtball der Kornmesserstadt für kulinarische Schmankerl gesorgt. Jetzt steht er wieder für uns in der Schauküche des Tischlerzentrums Bruck. Manfred Nimrichter kocht uns diesmal ein Branzino-Filet mit Kartoffel-Tomaten-Ragout. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Ein herzliches Willkommen zu euch ins Daheim aus dem Tischlereizentrum Bruck an der Mur. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Spaß und Liebe mitgebracht zum Zuschauen. Wir haben wieder ein schönes Programm für uns. Ein schnelles Gericht, ein wunderbares Gericht mit einem Fisch. Und zwar machen wir heute ein schönes frisches Branzino-Filet. Und das Ganze machen wir auf einen Kartoffel-Tomaten-Ragout mit einem frischen Basilikum, ein paar Schwammerln dazu, ein paar geröstete Bienenkerne. Also wirklich ein schönes, schnelles Gericht. Ihr könnt natürlich wieder variabel agieren. Ihr braucht nicht unbedingt das Branzino-Filet. Werden wir dann später noch ein bisschen näher eingehen. Wir starten durch. Wir haben uns schon vorbereitet. Die Kartoffeln, Wasser kocht mittlerweile. Schaut, dass das Wasser ganz leicht salzen tut auch. Wir brauchen da ja nicht zu feine Würfel. Sage ich so 1 cm mal 1 cm. Ist eigentlich die optimale Größe. Schneiden wir uns gleich durch. Die Kartoffeln braucht es nicht ganz durchkochen. Die dürfen einen ganz einen leichten Kern haben. Wir werden es zum Schluss dann nochmal mit dem Tomaten- und Olivengemüse leicht anschwenken. Jawohl, das ist schon genug für uns. Wir setzen das gleich ins Wasser ein. Aufpassen, dass euch nichts passiert. So, jawohl. So, jetzt zu den Tomaten. Wir machen da die 3 Stück, nachdem es ja das Hauptgemüse die Tomaten sind. Nehmt hinten den Strunken ganz leicht raus. Vorne darf es euch ganz leicht einschneiden. So, so eine Kreuzerlinie einfach. Wir machen nämlich so ein Tomat-Concassé, heißt das im Fachausdruck. Das heißt, wir dann die Tomaten dann schälen und entkernen, damit wir wirklich nur das schöne Fruchtfleisch haben. So ist das schon optimal. Wasser vorne kocht. Das setzt es einfach rein. Braucht es nicht zu lang drinnen lassen. 5 bis 10 Sekunden. Dann haben wir, glaube ich, das Optimale. Wir haben uns da hergerichtet ein Eiswasser. Also viel Eis, ein bisschen Wasser rein. Das tun wir dann gleich in der kalten Flüssigkeit abschrecken, die Tomaten. Dann lassen sie sich leichter schälen. Schau, die Haut schält sich schon ein bisschen. Dann machen wir das ins Wasser rein. Einmal, zweimal, dreimal. Schon wunderbar, das gehen wir schon abschalten, das brauchen wir nicht mehr. Kartoffel geben wir noch ein bisschen Gas. So, jetzt zeige ich das gleich mit den Tomaten, wie das ausschauen soll. Schau. Nimmst das einfach da, brauchst du nur schön runterziehen, das Ganze. Lass jetzt ganz leicht runterziehen, dass wirklich nochmal die Haut von der Tomate schön weg ist. Den Rest bereite ich dann ein bisschen später einfach vor. Dann mal wieder rein. So sieht das ausschauen zu dem. So, dann haben wir da vorne noch Jungzwiebel vorbereitet. Das können wir uns wegstellen. Jungzwiebel ist ein herrliches Gemüse, das im Winter auch sehr gut kommt, sage ich mal. Hat eine leichte Schärfe, eine angenehme Schärfe. So ist das schön, das können wir uns auch gleich da vorne reingeben. Wie gesagt, da haben wir uns einfach einmal alles vorbereiten, damit das Ganze habt dann, wenn es losgeht, können wir schon voll durchstarten. Schwammerler, Austernpilze haben wir da, das ist ein hervorragender Pilz. Kalbfleischpizza gemacht, sage ich mal im österreichischen Ausdruck dazu. Von der Größe schneidet es ziemlich gleich wie die Kartoffeln. Dann passt das. Ein Austernseitling hast du eigentlich ganz genau. Das können wir uns auf die Seite stellen.
So, haben wir schon hergerichtet, das ist das. Dann brauchen wir noch ein bisschen Knoblauch für den Akzent. Da fahre ich ein bisschen was Knoblauchlastiges rein. So, das dürfte reichen. Dann setzen wir da Rüben inzwischen rein. Dann haben wir es da vorne noch vorbereitet, schwarze Oliven. Wir nehmen am liebsten die Kalamata-Oliven, aber wir haben die schnelle Version. Das sind normale schwarze Oliven, die bereits entsteint sind. Nehmt euch die Oliven einfach, die entsteint sind, und also, ja, vierteln. Dann habt ihr die optimale Größe. Dann da ganz vorne habt ihr noch stehen Bienenkerne. Die haben wir uns schon ganz leicht angeröstet und vorbereitet. Die harmonieren auch ausgezeichnet mit dem Fisch bei den Bienenkernen. Aufpassen beim Rösten, wirklich nur leicht anrösten, ohne Öl, wirklich in einer beschichteten Pfanne. Und aufpassen, wenn die Pfanne heiß ist, geht es sehr, sehr schnell, dass es nicht schwarz wird. Das passt uns. Das können wir da vorne dazu reingeben. Haben die gleiche Garzeit beim Anbraten, das passt perfekt. Was wir jetzt noch brauchen, das zeige ich noch ganz kurz. Bei dem Fisch haben wir schon kurz angesprochen. Wie gesagt, wir haben da heute einen Branzino, einen Wolfsbarsch. Schöner, fester Fisch. Schaut, dass er hinten schön geschuppt ist. Dann darf hinten das Fleisch ganz vorsichtig einschneiden. Im Fachausdruck heißt das Ziselieren. Das hat dann die Eigenschaft, erstens einmal, ein frischer Fisch wölbt sich normalerweise. Wenn es einschneidet, bleibt er schön flach. Und was auch wichtig ist, die Garzeit verkürzt sich durch das natürlich auch schön ein Stück. Einmal. Wir machen heute gleich die drei Stück. Einmal ein bisschen einschneiden, wie gesagt, schön vorsichtig, nicht zu tief, kurz unter die Hautoberfläche gehen, dann passt es. So, wir haben mal schon alles vorbereitet. Wir machen einen kleinen Break und sehen uns dann gleich wieder. Kundenorientierter Service, individuelle Planung, vollendetes Design. Wir produzieren Ihre Möbel maßgeschneidert und professionell. Vom Einzelstück bis zum Großprojekt bekommen Sie in Ihrem Tischlerzentrum alles aus einer Hand, aber mit genügend Raum für flexibles Handeln. Das ist Ihr Tischlerzentrum Bruck. So, Leute, schaut gut aus. Wir sind voller Datendrang. Wir haben mittlerweile alles schon sehr schön hergerichtet. Was ich noch ganz kurz zeigen wollte, ist, die Tomaten habe ich jetzt ein bisschen vorgeschnitten. Wie gesagt, im Fachausdruck nennt sich das Tomatenkonkassee. Ist im Prinzip nichts anderes als wie geschälte, entkernte Tomaten. Ich möchte es nur bei einer Tomate schon nicht sagen, wie das funktioniert. Einfach halbieren, dann nehmt ihr das Fruchtfleisch raus, schaut, dass das schön trocken ist, das Ganze. So, das ist eine ganz lässige Geschichte, wenn ihr eine schöne Salate oder was habt, das als Einlage noch dazu rein, gibt ein bisschen einen Crunch, oder ihr macht zum Beispiel ein schönes Ciabatta, streicht ein bisschen eine frische Knoblauchsoße drauf, von den Würfeln drauf, ein paar frische Oliven, ein bisschen Olivenöl drauf, ein bisschen Meeresalz drauf, Pfeffer aus der Mühle, ganz kurz in den Ofen rein, und ihr habt eine ganz lässige Beilage im Sommer zum Beispiel zum Grillen. Das passt hervorragend. Wie gesagt, so sollte das ausschauen. Würfel schneidet nicht zu fein, damit wir noch ein bisschen einen Biss zusammenbringen. Jetzt machen wir es schnell sauber. Fisch wartet schon auf uns. Wie gesagt, haben wir schon schön vorbereitet. Wir brauchen im Prinzip jetzt da gar nicht so viel. Wir geben ein bisschen an Chiliflocken drauf, ganz leichte Schärfe geben. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. Dann haben wir da ein bisschen Meeressalz, ein paar Flocken drauf, was wir brauchen. Schönes Olivenöl, hochwertiges. Brauchen wir nicht zu viel, nachdem die Pfanne beschichtet ist. Das ist schon mal ganz eine feine Geschichte. So, Gas haben wir schon, das ist wunderbar. Salz haben wir drauf. Er wartet noch auf ein bisschen Pfeffer. Jawohl. Dann ein bisschen frische Bio-Zitrone, einfach halbiert. Da hat es ein bisschen so rollen, dann geht der Saft leicht raus. Da hat es ein bisschen drauf träufeln auch noch. Gibt noch zusätzliche Frische. Dann haben wir uns da noch hergerichtet eine schöne Limette. Schön heiß abwaschen, trocken tupfen, damit das außen von der Schale weg ist, was nicht gut ist. Reiben wir noch ganz leicht drauf. Das ist die Gefahr vom Anbrennen, ist nicht so groß, nachdem wir eigentlich, sage ich mal, den Fisch mindestens zwei Drittel auf der Hautseite, sage ich mal, garen werden. Schon mal kein Problem. Was wir noch kurz vorbereiten müssen, bis die Pfanne heiß ist. Schöner frischer Basilikum. Einfach schön zupfen. Nehmt die Blätter einfach so raus. Ein bisschen zusammenrollen. Und schneidet es einfach so in feine Streifen, dann schneidet es runter. Braucht gar nicht ganz, ganz fein sein, der Erfolg ein bisschen einen Biss im Platten haben. Jawohl, das ist eine wunderbare Geschichte.
So, wichtig ist gleich immer sauber machen wieder, damit wir Freude haben am Arbeiten. Machen wir die Arbeitsfläche gleich ein bisschen sauber auch. Mittlerweile sollte die Pfanne schon heiß sein. Fisch gemeinlegen. Temperatur mal reicht, jawohl, brutzelt schon schön. Aufpassen, dass wir nicht zu heiß sind. Schauen wir einfach, dass wir die Haut mal gleich schön abschließen. Ihr seht hier durch das Einschneiden, wölbt sich der Fisch nicht so stark, wenn er frisch ist. Das ist schon mal eine interessante Geschichte, dass ihr euch für den Hammer merken könnt. Wie gesagt, nicht zu tief einschneiden, wirklich nur die Hautoberfläche. Wir geben noch ein bisschen Öl dazu. Kurz schwenken. Was immer gut dazu passt, ist ein bisschen frische Butter. Die geben wir uns an die Oberfläche ein bisschen drauf. Einfach kurz ansortieren das Ganze, schön vorsichtig, immer noch Löffel, damit wir gleich nachschauen können, wie es ausschaut. Jawohl, so passt uns das schon. Minute noch, dann habe ich hinten Ofen vorgeheizt auf Heißluft. Braucht man nicht von der Temperatur, braucht man nicht viel, so 100, 105 Grad. Wenn man das dann reinschiebt, sage ich mal, ja, braucht gute 10 Minuten vielleicht und dann haben wir den Fisch perfekt schön auf Punkt das Ganze und dann können wir schon weiter anrichten. Wie gesagt, Fisch schaut gut aus. Ich zeige euch das ganz kurz, wie er auf der Unterseite ausschauen sollte. Wir drehen das um. Leicht knusprig schon. So soll er sein. Drehen wir hier um. Jawohl. Ein bisschen drüber nabieren, die Sache. Das braucht der Fisch, damit er schön saftig bleibt. Und rein damit in den Ofen. Wir haben uns schon eine zweite Pfanne vorbereitet. Stellen wir uns wieder drauf. Aktivieren wir gleich wieder. Nachdem wir vorher Olivenöl genommen haben, passt natürlich auch zum Gemüse wieder perfekt Olivenöl. Da können wir jetzt ruhig ein bisschen mehr nehmen, weil wir das ja schön anschwenken müssen, das Ganze. Stellen wir uns gleich wieder her. Geht relativ zackig die Geschichte. Trinkt schon, das heißt, wir haben schon gute Temperatur erreicht. Was wir jetzt als erstes brauchen, ist einmal die Schwammerl. Zwiebel braucht auch ein bisschen, der Jungzwiebel. Das gibt es gleich einmal rein. Kartoffeln sind, wie gesagt, schon ja, gut zwei Drittel vorgekocht. Das heißt, haben wir einen ganz leichten Kern. Tomaten brauchen natürlich auch ein bisschen. Die größten Bienenkerne können wir uns auch gleich einfließen lassen. Da brauchen wir nicht sparen. Das passt hervorragend zum Fisch. Schönes, leichtes, winterliches Gericht. Passt aber sogar im Sommer mal, wenn es ein bisschen variiert. Ganz gut, wie gesagt, es wird sehr schnell hergerichtet, das Ganze. Einmal kurz durchgeschwenkt. Geben wir noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Nachdem wir schon relativ Menge haben, die da in der Pfanne drinnen ist. Wir geben gleich mal ein bisschen Vollgas. Schaut gut aus. Was wir jetzt hier reingeben können, ist der fein gehackte Knoblauch. Jawohl, das ist uns genug. Dann mal nicht zu viel. Durchschwenken wieder. Ganz eine schöne Geschichte, riecht schon herrlich, kommt schon da ein bisschen die ganzen Aromen raus. Als nächstes geben wir das Tomatenkokos hier rein, die Tomatenwürfel. Da können wir ruhig alles nehmen. Das ist ein schönes Gemüse. Einmal kurz durchgeschwenkt auch. Jawohl. Kartoffeln dazu. Mit dem Basilikum warten wir. Im Basilikum gehen wir wirklich erst kurz vor dem Anrichten dazu rein, damit der Basilikum wirklich sein Aroma behält, sage ich mal, und voll entfalten kann. Und was wir jetzt noch brauchen, das haben wir vorher schon beim Fisch ein bisschen reingeben. Brauchen wir wieder ein bisschen Säurespiel. Gehen wir wieder ein bisschen frische Limettenschale rein. Das harmoniert ausgezeichnet mit dem Gemüse. Aufpassen, dass wirklich nur das Grüne nimmt. Gell? Und auf denen sind die Bitterstoffe herum in der Schale drinnen, direkt in der Schale, da habt ihr das ganze Aroma drinnen. Wenn das runterreibt, sie merkt einfach, dass da ist wirklich Energie und Kraft drinnen. Und kurz durchgeschwenkt. Geben wir noch ein bisschen Säure rein. Zusätzliche Harmonie. So, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich die Würzung. Ein bisschen Meersalz, das ist genug. Pfeffer aus der Mühle. So, das ist genug. Ein bisschen Akzent geben wir noch dazu, ein bisschen Chili-Salz, ein bisschen Schärfe. Aufpassen, dass man scharf hat, ruhig ein bisschen mehr, wenn es nicht so scharf hat, einfach ein bisschen weniger. Aber gibt einen schönen Geschmack und die Schärfe verstärkt einfach die Energie für die ganzen Gemüse, die da drinnen sind.
So Leute, schaut gut aus. Gemüse lassen wir noch ein bisschen schmoren. Fisch ist drinnen. Wir machen eine kleine Kaffeepause. Ich genehmige mir einen guten Kaffee. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Die Faszination Küche beginnt mit Miele. Entdecken Sie den Ursprung des Außergewöhnlichen. Für das, was wir besonders lieben. Das ist Miele. Das ist immer besser. So Leute, schaut gut aus. Wir gehen ins Finale, wir gehen zum Anrichten. Gemüse schön durchgeschmort, nicht zu weich, leichter Biss noch. Wir haben gesagt, kurz vorm Anrichten braucht es eben einen frischen Basilikum, den wir ja nicht zu fein geschnitten haben, damit er das Aroma wirklich schön voll entfalten kann. Schwenkt man einmal schnell durch. Leicht durchgerührt das Ganze. Dann schauen wir gleich mal zurück zum Fisch, der dürfte mittlerweile auch durchgezogen haben. Jetzt können wir abschalten, Lüftung der Matik deaktivieren. Schauen wir uns gleich mal den Fisch an. Jawohl, schöner Glanz, richtig schön butterweich und einen leichten Kern, so wie er sein soll. So, wir richten an, Leute. Starten wir durch. So, setzt es in die Mitte einfach das schön rein, machen wir ein bisschen so in die Länge. Tellerrand gehört dem Gast. Das passt, wunderbar. Fischerl, nehmen wir uns zwei Stück. Setzen wir schön vorsichtig auf. Das gefällt mir, das ist schon mal schön. Dann haben wir uns da vorne ein bisschen was hergerichtet. Erbsensprossen. Zupfen ein bisschen was runter. Das passt da wunderbar drauf. Schön leicht. So, dann haben wir da noch hergerichtet eine Gewürzsahne. Die werden wir dann aufmixen. Ein paar Chiliflocken noch drauf. Frisches Olivenöl. Schließt den Magen. Das passt immer hervorragend zum Fisch. Beim Öl schaut es auch, dass ihr ein schönes, hochwertiges Extra Virgin Öl nimmt. Dann habt ihr wirklich eine gute Qualität. Und der Magen wird es euch danken. Dann haben wir dann ein bisschen frischen Balsamico-Essig, einen hochwertigen. Da tropfen wir ein bisschen was runter. Vorsichtig. Jawohl. Jetzt beim guten Balsamico-Essig sieht man wirklich, dass er schon ein bisschen eine Konsistenz hat, dass er nicht gleich wegrennt. Dann machen wir jetzt ein bisschen einen Lärm. Mixen wir die Sahne ein bisschen auf. Einfach mit dem Mixer rein. Ein bisschen aufschäumen, die ganze Geschichte. Gehen wir uns dann ein bisschen rundherum da. Ein bisschen was verdauts noch. Jawohl. So gefällt mir das. Leute, wie gesagt, ein schönes Gericht, ein schnelles Gericht mit Fisch, frischem Gemüse. Das heißt, ihr führt euch Vitamine dazu. Ihr habt Eiweiß drin an dem Fisch. Eine optimale Geschichte. Habt Spaß am Kochen, probiert wieder ein bisschen was. Da ist einiges daheim. Setzt euch nieder, denkt nach, was kochen könnt. Kleine Anregung war jetzt da von mir. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachkochen. Euer Manfred aus dem Wirtshaus daheim. Happy Cooking! Ja, das war's auch schon wieder für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 1. Februar. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website highway-tv.at und natürlich auch auf Facebook. Ich sage danke fürs Zusehen, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis dann!